Willkommen zu einem neuen Horrorspiel mit Namen The Black Within. Dieses Spiel kann Spuren von Englisch enthalten. Ich werde, so gut es geht, übersetzen. Und ich habe gesehen, dass der Ersteller des Spiels, es gibt nur einen, ein Indie-Entwickler, sehr froh war, als er sein Projekt abgeschlossen hat. Und das hat er auf Reddit vermeldet. Und ich habe direkt gratuliert und habe mir dieses Spiel geholt. Und bin komplett voreingenommen und werde hier mal reingucken, wie es denn aussieht, was man machen muss, was es genau ist. Und stelle erstmal Crouched auf C ein. C. Focus, Use. Ja, alles klar. Fly. Mein Next Game. Ach genau, der hat schon ein neues Spiel angekündigt. Boah, die Musik ist sick. Diese Uhr wird nie auf um 7 stehen. Let's go. A game by Valetso. Hello? I can't believe what I'm seeing. You made it. Do you hear me? You made it. I can't believe this is real. All these people are cheering for me. I always dreamed about this. This is everything I ever wanted. I sacrificed everything for this moment. My life is complete. Thank you, Arnie. Please, help me. My name is Layla Rose, and this is my story. I must have slept the whole day. Come on. This is your big day, Layla. Layla klein geschrieben, interessant. Also, wir sind Layla. Ein international anerkannter Megastar, offenbar. Doch wir haben ein kleines Problem, und zwar betrifft das Problem den Teufel. Okay. Relax. He will call anytime now. Wir haben nämlich so einen kleinen Deal gemacht, so einen kleinen dummen Deal. Wir haben unsere Seele verkauft. Ups, naja. Dafür sind wir jetzt aber... Oh Gott, es läuft weiter, wenn ich hier... Wo ist Dingsbums? Ja, ich komm gleich. Ist gar nicht dabei? Warte. Oh, okay, ich geh hin. Halt. Resume. Ja, bitte? Hello, Layla. It's Arnie, your new record label manager. Hello, hi. Congratulations on the new deal. As you know, this is a one in a million opportunity. And I'm very happy for you. I am so excited for this opportunity. I promise you, I will give it my all. I understand the huge responsibilities that come with signing a contract that is as huge as this one. Okay. Rule number one. Follow every single thing I say and do as I tell you. Okay. Anything you say goes. Mm-hmm. Rule number two. You're making a deal with the devil. This contract is no ordinary contract. All your dreams will come true in a matter of days. However, you might see, feel, or hear things. Don't worry. They're not real. Just ignore them and move on. Black figures might seem scary at first, but you get used to them. Black figures? It took me 38 years to reach my goal. A black figure won't stop me from achieving my dreams. Good luck. Bye. Ja, erstmal einen Deal machen mit dem Teufel. Okay. Tap to view your objectives. So, Arne ist scheinbar unser neuer Manager und hat uns einfach mal gesagt, ja, verkauf deine Seele. Vielleicht wird es dann noch besser, als es jetzt schon läuft. Use a car to drive to your manager's house and obtain the contract. Also wir müssen zum Haus des Managers fahren und unseren neuen Vertrag abholen.
Das Telefon nehmen wir mit, scheinbar, obwohl es ein Festnetztelefon ist. Receive calls from your boss. Switch. Zoom. Okay. So, erste Waffe haben wir schon mal gesammelt. Irgendwas stört mich gerade hier noch an der Grafik. Irgendwas stört mich. Zack, zack. Ja, ist ein bisschen ruckartiger, aber... Oh, eine Pflanze. Das ist ein super Bett für so einen Megastar, wie wir es sind. Die Katze schnurrt. Ein Kissen. Oh, man kann es auch werfen. Cool. Uff, Kissenschlacht mit uns selbst. Schlüssel. Was haben wir hier? Tor der Träume. Erlange den Vertrag. Unterschreibe den Vertrag. Vollende das Ritual und gehe durch das Tor der Träume. Oder Albträume. Ich hoffe, man merkt es nicht, aber mein Computer ist mega laut bei diesem Spiel. Irgendwas ist da noch nicht ganz so perfor. Ja. Ist das Blut? Bong, bong. Das finde ich halt super cool, dass diese Physik hier mit drin ist. Erstmal einen Kaffee. Ist klar. Oh, das Spiel fühlt sich wieder rum damit. Crouch. Man braten in der Röhre? Nee. Ein paar Bücher. Einen alten Schulrucksack. Sieht fast wie ein Ranzen aus. Okay, mit links interagieren, mit rechts Türen öffnen. Zoomen ist mit E. Flashlight haben wir auch. Feuerzeug mit V. Rennen und crouchen. Okay. Wir haben zwei Türen hier, das ist ja merkwürdig. Ah, hier ist... Hier kann man aufschließen. Das ist unser Balkon. Miau. Things is trying to sleep. Die Mieze heißt Things. Und schaut hier rein. Nudeln sind seine liebste Speise. Wenn ich wieder Geld mache, werde ich dir viele tolle Leckereien schenken. Läuft halt gerade nicht so gut. 38, wir wollten Megastar werden. Haben es aber scheinbar nicht so geschafft. Ich nehme mal an, das ist unser Auto. Mittelklasse. Hier machen wir wieder zu. Ordnung muss sein. So, wir geben Taschenlampe raus, wie jeder normale Mensch. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Gegend hier? Oh Gott. Okay, okay, okay. Handseife. Was ist das für eine Gegend? Was ist das hier? Oh. Oh, drücken. Uiuiuiui. Das hat ja schon brasiert, oder? Die war ja bis zum Anschlag voll, die Blase. So, Seife. Hände waschen geht scheinbar nicht. Please respect. Soziale Distanz. Auf dem Klo. Ich höre das mal auf. Hier waren zwei Wege, ne? Ein Weg führt hier rum, zum Auto wahrscheinlich. Und der andere geht hier hoch.
Was mag hier sein? Ein Zettel. Inspirierende Worte. Fear kills more dreams than failure ever will. Aha. Die Furcht tötet mehr Träume als die Niederlage jemals zu tun im Stande. Zu tun im Stande ist. Du kleiner dummer Rauchverbot. Diese Krähe ist jeden Tag hier. Alter, war das laut! Himmel hilf! Und hier ist mein Büro! Was ist denn das für ein Haus? Wir sind scheinbar starker Trinker und Raucher. Okay. Autoschlüssel? Die brauchen wir. Today's Hit Music. Today's Hit Music. Your music, your station. Number one for hip hop and R&B. Number one for hip hop and R&B. In the depths of the forsaken corridors, an ethereal figure emerges, clogged in an ancient habit that hangs tattered and worn. Her form, reminiscent of a noon, bears witness to the passage of time, her presence shrouded in an otherworldly aura. Uiuiuiui, was ist das denn für eine Gegend hier? Das ist unsere Bühne scheinbar. I need to get my car keys. Hab ich doch schon. Rein damit. Und los geht die wilde Fahrt. Also das war ja ein Jumpscare. Uiuiui, da war ja schon ein bisschen daneben. Okay. In and out. Let me make this fast. Eyes on the prize. Uiuiui, die roten Lampen, ne? Neuer Auftrag. Finde einen Weg, deines Bosses Hauses zu betreten. Dein Bosshaus betreten. Hier ist alles rot. Das ist kein gutes Zeichen. Also wir müssen da rein auf jeden Fall. Sieht alles ein bisschen ranzig aus, oder? Falsches Haus. Falsches Haus. Mit Mittler kann man zoomen. Okay. Warum macht das einen Unterschied, ob ich ein Feuerzeug oder eine Taschenlampe nehme? E ist auch zoomen. Fühle ich nicht. Ich fühle keine Beobachtung. Hallo. Wir haben noch einen Termin, dachte ich. No one home. Wieso sollte ich hier reingehen, wenn niemand da ist? Das ist Hausfriedensbruch. Hallo? Ist jemand zu Hause? Sterne PNG. Hallo? Ist keiner da? Ventilator ist an. Get the contract, sign it, and boom, you're famous. That's easy enough. Easy. Ist ja nur unsere Seele. Naja. Mein Freund, der Baum. I need to find the key. Oh, ernsthaft. Und es ist alles rot. Es ist einfach nur rot alles.
So, gotta go. Ich muss gehen. Der Pool ist abgesperrt. Was für eine scheiß Gegend, oder? Achso. Noch ein Ventilatore. Und die Krähe. Es ist diese Krähe schon wieder. Change. Change? Was ist das für ein Pool, oder? Komplett abgesperrt. Das war süß, aber naja, gut. Schlüssel? Got it. Halt. Hier ist Zoom die Mittel. Ach so. Ah, okay, okay. Painting of the Green Light. Das war süß. Aber nun ja. Na, na, na. Klingel haben wir kaputt gemacht, scheinbar. Hallo, wir haben einen Termin. Was ist denn das für ein Manager? Sag mal. Oh, den stecke ich rein. Unlock. Sag mal. Ach so, das war. Ach, das ist die hintere Tür. Natürlich, muss ja noch ein Jumpscare kommen, ne? Stimmt's? Kommt noch einer? Obacht. Ah. Hallo. Hotelmanagement, Sie müssen auschecken. Offenes Kaminfeuer und dann ist keiner da? Ganz schön fahrlässig. Tischlein ist gedeckt für 3 Leute. Ih, was haben wir denn da drin? Okay. Das Wohnzimmer will geöffnet werden. Vogelkäfig. Renne. Für das Spiel gibt es keine Achievements übrigens. Ist aber nicht schlimm. Muss ja auch nicht immer sein, ne? Das heißt wohl, diese Tür ist dann zu, oder? Ne, wir sehen nicht. Dieses rote Licht, ne? Das. Dunkle Figur. Evidence, I inked my signature on that contract. It has become a haunting presence in my life. A sinister force beyond comprehension. The depth of her fury resonates within me, as if she yearns to tear me limb from limb. Von Arne Chayon. Arne ist unser Manager. Da ist er, der Arne. Also noch eine Frau, aber eine alte. Was ist mit dem Feuer hier? Warum ist das an? Ja, warum ist das Feuer an? Genau. Jemand ist hier zu Hause. Na. Nee, hier ist niemand. Rein da. Ich brauche die Mikrowelle nicht. Ein Wassereimer. Voll mit kristallklarem Wasser. Das ist schon privilegiert hier. Ich brauche einen Toaster, der genauso ist wie der hier. Hat sie gesagt. Okay. Ist das normal, das? Ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, das sollte eigentlich richtig zugehen. Kommt mir jetzt eine Ratte entgegengesprungen, wenn ich ein paar Sachen aufmache? Ich drehe mich immer ein bisschen ruckartig um, damit, wenn ein Jumpscare kommt oder ein Schrecken, dass ich einfach direkt vorbereitet bin. Okay. Lass mal offen. Der hat es ja scheinbar.
Waschküche. Ah ne, das ist die Garage. Kann alles anfassen. Die Waschmaschine. Ich muss das Schloss brechen. Ich muss bei einem fremden Haus Dinge kaputt machen. So, Garage. Machen wir auf. Ernsthaft. TDH. 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 Guck mal, wo sollen wir die jetzt finden? Da ist eine Lampe an. War die vorher schon an? Ach, hier müssen wir rein. Hier müssen wir rein. Das ist ein seltsames Zimmer, oder? Es ist so groß und so komisch eingerichtet. Also gar nicht gemütlich. So. Überlegen. Ganz kurz. Wir brauchen Power für die Garage. Dafür brauchen wir die drei Sicherungen. Und wir haben drei Zimmer, die wir nur begehen können. Aber wo könnte denn jetzt hier noch eine Sicherung sein? Spezialität? Spezialitätenhühnchen. Mal wieder zu hier. Also wir müssen an den Schrank ran, um an die Sicherung zu kommen. Sonst haben wir ja nichts. Sonst haben wir ja nichts, was wir hier machen können. Ist das ein Rätsel, was ich nicht ganz verstehe? Mhm. Wir sind halt hier in einem fremden Haus, ne? Also, wenn der jetzt heimkommt, wir haben halt richtig Probleme. Richtig Probleme. Wenn da der Eigentümer kommt. Vor allem kein Strom, die Lampe ist an. Das heißt, das Garagentor hat einen externen Zugang zum Strom. Ist auch merkwürdig. Ah, wir können hier reinschauen. Hut auf mein Boss, Baby. Beruhigend. Sicherung, Sicherung. I lost my mind. I've been searching for something my whole life. Fame, money, power. The moment I got that, I felt empty. I can't find any happiness here. My brain is my worst enemy and my only friend. This way, this way. Also ist er wahrscheinlich ein bisschen wahnsinnig geworden. Aber hey, es ist genau der Weg, den wir gehen wollen. Mein Boss, Baby. Uah. Okay. Hier kann man nicht reingucken. Nichts. Kaputtbares Geschirr. Ich soll das nicht anfassen. Knips. Diese roten Lampen, ne? Wer kam auf die Idee, dass man hier rote Lampen einsetzen muss? Ist ja komplett verstörend. Ja.
My Boss Baby. Das ist vor allem auch nichts, was auf ein Kind zurück schließen lässt. Hier zeigt nichts an, dass hier ein Baby sein könnte. Wenn der Deal über den Tisch ist, werde ich mir ein paar Bücher ausleihen. Oh nee, lass das mal. Der Mann sieht nicht sehr integer aus. So wie er sein Haus einrichtet. Oh, die alte Uhr, ne? Eine tickende Uhr. Das Ticken der Uhr ist beunruhigend. Soll ich jetzt wieder gehen, oder? Ich meine, ist ja nichts da. Kann ja nichts machen. Mal ein Schränkchen gucken? Nö. Oh wow, ich bin eingesperrt. Super. Um das festzustellen, muss ich nochmal zur Tür gehen, also. Unangenehm. Hier braucht man eine T-Views. Eine T-Sicherung. Ich bin gerade ein bisschen lost, muss ich sagen. Lost. Warte mal. Finde einen Weg, das Wohnzimmer zu öffnen. Kann ich mal eben hier den Boss anrufen? Ich meine, warum ist das Telefon so komisch krumpelig? Also die Tür ist scheinbar noch offen, aber wir wollen gar nicht gehen. Störend. Bring me my baby back, baby back, baby back. Okay, da leuchtet das nicht ganz an der Wand. Baupfusch. Warum sind vor allem auch die Ventilatoren an? Es ist halt alles an. Ventilatoren, Feuer, diese roten, beruhigenden Lampen. Es ergibt keinen Sinn. Wir kommen hier nicht raus. Auch ein bisschen unglücklich. Nee, 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 nee. Jo, also... Mit dem Stuhl vielleicht irgendwo hoch? Nee. Kochpfannen. Ist das ein widerliches Vieh, oder? Interact? Boah. Nee, machen wir zu hier wieder. Es ist halt auch alles schief, alles krumpelig. So, Petroleum. Also jetzt wird lange Zeit nichts mehr passieren. Ich habe den Wassereimer mitgenommen. Was? Wieso guckt sie ihn nur an, wenn sie ihn nicht mitnimmt? Das war ich nicht. Also, das Chaos davor, ja. Aber das jetzt nicht. Ich sehe nichts hinter den Flammen. Oh. Jetzt geht's los. Das ist gar kein Raum für Flammen. Oh, gut. Peach. Die Tür ist zu. Hallo? Was? War da was? Ne. Nur ein merkwürdiger Schatten. Kunde den zweiten. Das zweite Stockwerk. So, hier machen wir zu. So nicht.
Alles klar. Kein Empfang. Das ist halt ein komplettes komplettes Schrotthaus. Schluss jetzt. Ja, wie wohnt der denn hier? Ist ja alles offen. Es sind überall Türen, aber die sind auch zu wiederum. Der fast kopflose Nick ist auch hier. Ich sehe nichts. Ja, ich auch nicht. So, das ist die Haupttür. Gehen dürfen wir nicht. Eine Holztreppe mitten hier im Wohnzimmer. Okay. Sieht halt super aus, ne? Alles. Top, IKEA-Regal. Eine Sekunde. Ich weiß, das Spiel geht weiter, aber ich muss mal ganz kurz das hier so. Zack. Load Game. Und speichern geht wohl jetzt nicht. So. Na gut. Das sind noch hässliche Fenster, oder? Mit den Gittern und so. Ich weiß ja nicht. Kunde den zweiten Flur. Also gehen wir erstmal hier lang. Unsere Taschenlampe reflektiert. Es ist verschlossen. Boah, das ist alles so furchtbar. Man geht doch nachts nicht durch. Oh Gott. Man geht doch nachts nicht über so diesen Flur entlang und so. Oh, eine Maus, guck mal. Miau. Furcht. Was heißt denn Furcht? Ich bin zu klein für den Spiegel. Ich kann nicht Arnes Badezimmer benutzen. Ich war doch eben. Der hat seine Stromrechnung nicht bezahlt, oder? Wenn hier Grubenlampen rumstehen. Change. In the depth of daily struggles, a crow emerges. Its purpose, shrouded in mystery. Is it an angel watching over me, or a sinister force lurking in the shadows? Despite the uncertainty, a comforting presence surrounds me whenever it graces my presence. It's as if this solitary bird becomes my unwavering companion amidst the chaos that surrounds me. Also der Vogel ist scheinbar zu einem Begleiter geworden, der zu Zeiten der Furcht um den Arne herumschwirrt. Zugenagelt, klar. Wie das hier jeder normale Mensch machen würde. Okay. So, jetzt gehen wir zurück und sehen hier irgendwas Gruseliges. Obacht! Nichts? Na gut. Netter Versuch. Ein Moment. Oh, der PC ist so laut, das gibt es ja nicht. Also ich dachte dran, irgendwas runterzustellen, damit mein PC nicht ganz so krass abhebt. Aber das würde ja alles die Videoqualität beeinflussen, ne? Also es wäre ja schlecht für euch, mehr oder weniger. Deswegen lasse ich es halt so, wie es ist. Es bleibt alles so, wie es ist. So. Ein riesiger Dachboden. Was? Das ist eine echt coole Statue, muss ich sagen. Ist der Vertrag hier? Oh. Sekunde, bevor ich hier irgendwas mache. Ah, viel besser. Oh! Das heißt, das Bild hängt normalerweise immer schief. Ah, das ist der Anarchie.
Ah, das Ding ist, ich hab's erwartet. Watching me. Ich hab das Gefühl, er beobachtet mich. Das Dumme ist, manche Jumpscares sind so vorhersehbar, dass ich jetzt halt nicht mega erschrocken bin. Was ist denn das hier? Ein Knopf? Ich kann es nicht anheben. Ah. Das grüne Licht. Das ist alles sehr philosophisch. Ich würde mal sagen, ich lese es mal nicht alles vor. Weil ich es ja eh auf Englisch lese. Wer es eh nicht versteht, dem ist das wahrscheinlich eine Zeitverschwendung. Wer es gerne sehen möchte, hält eben mal an und liest es selbst. Außerdem, wie man wahrscheinlich gehört hat, ist meine englische Aussprache the best Oxford English in house. Und ich verstehe auch Englisch. Aber das Sprechen ist halt so eine Sache, ne? Das muss man mehr anwenden. Piep, 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 piep. Na gut. Weißt du, der Anne beobachtet uns, aber ist nicht hier. Was für ein blöder Mensch. Die Kuckuck. Ja, ich komme ja schon. Das ist. Hallo. Meine Güte. Zahl deine Stromrechnung, Junge. Was ist die hier? This must be the kids room. Das muss das Kinderzimmer sein. Das mit diesem überaus sympathischen Baby, was da. Finde den Schlüssel für den abgeschlossenen Schrank. Irgendwo im Kinderzimmer. Was ist? Tür zu! Hörst du auf, die Tür aufzumachen? Du blödes Spiel! Bis ich richtig böse werde. Hier ist der Schlüssel. Kleine Maus. Oh, er lebt sogar. Eine Ratte. Diese scheinbar die sich selbst reinigt. Rubik würfen. Nice. Ah. Two fuses to go. Eine der Sicherungen. Perfekt. Ein Schulranzen, den wir auch haben. Selbstfabrikat. Eine Krippe und ein Doppelbett. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich dachte, der hat nur ein Kind. Oh, die Bilder hängen schief. Es ist halt alles furchtbar hier. Gib her. Raus hier. So. Warte mal, welche Schlüssel sind da? Für einen Schrank. Welchen Schrank nochmal? Der hier? Ja, Tatsache. Ein Hammer! Jawohl! Oh mein Gott! Okay, erstmal Fenster auf. Das steht wie hinter mir. Es hängt hier von der Decke. Ich bin so froh, dass ich meine Seele an den Teufel verkaufe. Da bin ich ja bald einer von denen, ne? Also alles gut. Hammer. Used for hammering nails and breaking metal objects. Fuse D. Oh, mit der sehr verpixelten... Mit dem sehr verpixelten D. Dieses kleine, dreckige... Kein Problem.
Kein Problem. So, können wir denn jetzt Nägel mit dem Hammer... Nee, das ist ja kein... Das ist ja ein Holzhammer. Das ist ja kein Klauenhammer. Ich will hier nur weg, einfach. Das ist so ein ekelhaftes Haus. Was zum Teufel? Ich muss kurz überlegen, wo waren denn Schrauben? Wo waren denn Nägel, die ich einschlagen muss? Ach, das Schloss unten in der Garage. Genau, da gehen wir jetzt hin. Uns wird bestimmt nichts anspringen. Alles gut. Haha, ich habe einen Hammer. Jumpscare. Ich habe keine Angst. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Nein, zu. Ich will da gar nicht reingucken. Na gut. Komisch. Ich habe das doch zugemacht. Wie es hier aussieht, ne? Hallo? Na ja, gut. Long. Ich kenn's von Resident Evil 2, dass aus einem Schrank auch mal eine Leiche rausspringen kann. Oh, die ist blutig. Okay, eine Axt. Zum Holzfällen. Oh. Gute Idee. Also, die haben jetzt für die Bretter oben im ersten Stock. Und da gehen wir direkt hin. What the hell was that? Black figures. Black figures my ass. Genau. Sag's ihr. Finde eine Axt oder ein scharfes Werkzeug, um den blockierten Raum zu betreten. Oh, die Krähe. This crow. Why is he following me? I wonder what the crow symbolizes. Death, misfortune or perhaps change. Tod, Unglück, Veränderung. Die macht etwas Gutes. Ich glaube, die Krähe vertritt hier nichts Gutes. In dem Spiel. This must be Arnie's working place. Ja, klar. I can't believe Arnie suffered all of this. Der Arne soll unter irgendwas leiden. Meinst du? Ey, wenn nochmal so ein Vieh von der Decke hängt, ne? Did you get the keys? Yes, I got it. In my room, you will find a contract. Sign it. I will contact you shortly. Right away. I'm on it. Steht da Nadine? Nee. Brigandine. Ich bin bewaffnet. Mit Kohlensäure und einem sehr, sehr scharfen Deckel. Oh, Sicherung. My last escape. Kann ich das drehen? Ah, so. Oh, sieht auf jeden Fall immer... Sieht auf allen Seiten schlecht aus. Eine Sicherung fehlt uns noch. Today's Hit Music. Today's Hit Music.
Your music, your station. Number one for hip-hop and R&B. Number one for hip-hop and R&B. Mit einem Tässchen Tee gehen wir jetzt dahin. Was war denn sein Zimmer? Das hier? Ah, okay. Das sieht alles richtig normal aus. Ich geh jetzt rein. Scheiß drauf. Verschlossen. Das ist der Vertrag. Mr. Eichhorn. Offene, brennende Kerzen auf dem Tisch und er ist nicht da. Genau so werde ich das Haus auch verlassen. Mit dem Herd an und einem Staubsauger. Und Buddha. Eigentlich will ich hier nur raus, weil es so dreckig ist. Ich habe Angst vor Typhus. Aha. Ich brauche einen Code. Okay. Haben wir noch eine Sicherung hier irgendwo rumliegen? Ich sehe den Vertrag, der liegt da an der Ecke, aber... okay. Gosh. Oh Mann, hier ist der Vertrag. Platziere den Vertrag an der richtigen Stelle und signiere. Uhr ist stehen geblieben. Kann ich den lesen eigentlich? The Devil's Contract. In this contract lies a promise to unmatched musical greatness. By signing, you secure a future where your talent shines brightest, where fame and fortune are yours to command. But remember, every note of success comes with a price. In the hidden depths, an ominous force lurks, urging abandonment of change as your final echo fades, leaving only the suffocating grip of fear in the eternal abyss. Wir verschreiben unsere Seele dem Abgrund, indem wir das unterschreiben. I need to start the devil this morning. Oh du, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl irgendwie. Ich fühle mich schrecklich. What is this feeling? Ein Videoband. Dass es nur ein Prank war, bestimmt. Fernseher, wo war der? War der im Wohnzimmer? Wird in die Code für den Safe. Eine Kassette ohne Beschriftung. Taxi Dummy Done Right. Oh ja. Jumpscare. Hä? Ist das so ein Bodenstaubsauger? Oder meine Tasse? Ja, die Tasse. Die unten nicht gut texturiert ist. Oh, meine Güte. Dreckiger Kleiner, komm zurück. Oh, I feel sick. Ja, geht mir auch so. Nimm mal den Tee, da geht's dir besser. Du
Du blödes Bettlaken. Gib mein Licht überhaupt noch? Kommt mir gar nicht so hell vor. Ach, warte mal. War der Fernseher hier oben? Nee, ne? Nee. Nee, nee. Aber war denn auch ein Videorekorder unten? Bling. So, zu. Ja, hier war einer. Drin damit. Oh, du. Alles klar, der guckt mit. Start. Ey, du und deine Telenovelas. Fernsehen. 3, 8, 6, 1. Gut. Wo geht's lang hier? Meine Tasse? Die brauche ich, ganz dringend. Hallo, Jumpscare. Aufmachen. Oh, Geld. Oh, Geld. Hör damit. Ich kann nicht sein Geld nehmen. Hä, wieso nicht? Die Sicherung? Arnes Geld? It's time to get out of here. Ja, wir kommen wieder raus. It will all be worth it in the end. Oh, das Tor der Träume. Als nächstes muss das Ritual gestartet werden. Oh. Gott, bist du mir böse? So. Haben wir hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Schön hier. Also, schönes Geländer, schöne Holzmaserung und so. Und, kommst du mit? Stony? Was? Jetzt haben wir unterschrieben, ne? Jetzt haben wir Probleme. Ja, er kommt mit. Guck mal. So, TDH. Ach, automatisch. Alles klar. Findest du gut? Cool. Nach dir. In the realm of uncertainty, she dances between two drops of rain. For she is a coin of contradiction. Embrace change. For it is through change that we harness the fearless wind, scattering the clouds of fear and revealing the brilliance of new horizons. This is it. My final escape. Come on. Und sie brauchen eine Zuflucht, wenn es mir so gut geht. Angeblich. Okay.
Die äußerste Baumschicht ist da, aber dann da hinten kommt nichts mehr. Cooler Wettereffekt. Ich würde sagen, das Voice Acting ist super gut. Die Frau klingt sehr glaubhaft. Okay. Sieht wie ein kleines Büro aus, oder? Something is missing here. Hier fehlt was. Death of Change. Ja, ich geh erstmal hinten hin. Finde einen Weg, die kleine Kabine zu öffnen. Finde einen Weg, die kleine Hütte zu öffnen. Death of Change. Jo. Ich soll mich aber. Ah, ja, okay. Why are there coffins here? Warum sind hier Särge? Es bewegt sich nicht. Das. Warte, zoom, 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 zoom. Ja, das sieht ein bisschen unsauber aus hier, aber ist okay. Ist das eine Art Tor? Ist das das Tor der Träume? Ist halt auch alles offen, ne? Also keine Vorhänge, nix. Oh, ein wirklich widerlicher Gestank kommt von innen heraus. Ja, und drüber steht du. Oh, das bist du. Ich fühle mich getrollt. Na gut, wenn wir vorne nicht reinkommen, dann wahrscheinlich hinten. Nehme ich an. War ja eben auch so. Here we go. Steht der Fernseher am Fenster? Unser alter Kumpel ist wieder da. Sieht ein bisschen anders aus, aber... Die Statue symbolisiert das Leiden, das innere Leiden der Menschlichkeit, der Menschen. Das Leiden der Menschen. Eine andere fette Statue. Ich hoffe, sie bewegt sich nicht. Ja, das sehen wir dann noch. Fernrohr. Sicher. Hier lebten reiche Menschen. Roter Wein. Vorhin habe ich diesen Eimer angeguckt und konnte das dann mitnehmen. Deswegen klicke ich nochmal drauf. Das Bild, was bei ihm auch hing. Oh. Den Schrecken erstmal einen Angstschiss. Das war nochmal das Ziel. Öffnen haben wir noch gemacht. Ach, die kleine Hütte. Das kleine Ding. Oh, hier ist niemand. Da hängt ein Bild in der Dusche. Ernsthaft? Das wird doch nass. Das geht doch gar nicht. Ah, jetzt haben wir das fehlende Puzzlestück. Und ein Jumpscare. Ratten? Na? Ne? Oh, ekelhafte Ratten. Was war das? Brauche ich eine Brille? Hier kann etwas... Also. Kurbel. Sesam, öffne dich.
Warnweste, immer wichtig. Wenn man sich auf die Straße kleben will. Ein Drucker. Aber er druckt nur, wenn er Bock hat. Okay. Fröhlicher 90. Geburtstag. Guter 90. Geburtstag. Nutze das Lockpick, um ein verstecktes oder ein verschlossenes Objekt im Haus zu öffnen. Wieder der Rucksack. So, wenn ich jetzt rausgehe, steht da was. Nee. Du kleiner Mist, also. Hey, meine Geldbörse ist weg. Ach ja, schönes Wetter. Es ist nicht real. Es ist nicht real. Es ist nicht real. Hast recht, ist es nicht. Hinter der Ecke wie so ein Strauchdieb. War die Lampe eben schon an? Scheiß auf alles, wir gehen einfach rein. Nee. Nichts Interessantes. Aber da hat scheinbar jemand dasselbe Bild immer und immer wieder aufgehängt. Nee. Ein alter Fernseher. Und ein Bild. Finde dein Licht. They came here in search for light, unaware it had always surrounded them. Sie kamen her, um das Licht zu suchen, ohne die Gewissheit, dass es sie bereits umgab. Ist das Fenster offen? Ich muss sagen, manche Jumpscares sind ein bisschen sinnlos. Also ein bisschen unpassend irgendwie, aber egal. Wir gehen hier durch, wir schaffen das. Let's go. Aber es sind ja nicht übermäßig viele Jumpscares. Was ist das denn? Eine Steinwand? Diese Wand sieht merkwürdig aus. Okay. Haben wir beide gesehen, ne? Schöne Sitzecke. Aber das Haus gefällt mir schon besser hier. Das Häuschen. Der Treusli, abgesehen von diesen roten Lampen immer. Die uns verfolgen scheinbar. Hier fehlt eine Karte. Eine Chipkarte. Erstmal gucken, ob da was drin ist. Etwas oder jemand. Ich brauche ein Hacksystem. Was? Ein Hacksystem. Alter, ein PC hebt bald ab. Das ist irgendwas unperformant. Oh, Blut. Mal überlegen, wir können irgendwas öffnen im Haus. Wo waren wir denn schon, wo irgendwas zu öffnen war? Unten? Der Kühlschrank? Tatsache. God, that's a dead body. Oh, lecker. Fuß, Kopf. Dieser Arm könnte irgendwo platziert werden. Jumpscare.
Vielleicht nicht. Okay, das ist scheinbar der Eigentümer. Und der verspricht uns, das Schloss zu öffnen. Oh. Das ist ja jetzt nicht so gut. Will ich da reingehen, wo das Blut rauskommt? Ein menschlicher Arm. Ich brauche eine Keycard. Also kein Fingerabdruck oder so. Das heißt, vielleicht wird der Arm draußen gebraucht. Guten Tag. Nein, Fred. These rocks are placed here for a reason. Wer ist Fred? Wer ist Fred? Uff. Aha. Ah, vielen Dank. Und die Krähe ist auch wieder da. Oder? Ah, ne, ist eine Flasche. Haben wir irgendwas, was wir hier drauflegen können? Nee. Keycard. Neutral. Rot, schwarz gehalten. 9 Fred. Oh. Ich frage mich, ob das Spiel irgendwann mal speichert. Pro Kapitel, oder? Kann das sein? Oh, er weist uns den Weg. Cool. Und du? Bist keine Hilfe. Der hat kein Pentagramm, aber der hat das keltische Zeichen für die Dreifaltigkeit. Hilfst du mir? Oder bist du böse? Du bist ein Arsch, einfach nur. Na gut, ich hätte es auch gemacht. Ist okay. Ist er noch da? Ja. Warte mal. Irgendwas geben, ne? Please, help me. Ja. Okay. Kommst du raus? Das war kein Nachladegeräusch. Ich hab keine Pistole in meiner Hand. Okay, ich komme jetzt rein. Bekleide dich. Hallo? Help me. Schrank dicht. Oh. Die Dinger sind falsch rum. Ist ja alles vollgeschmiert. Was ist denn das hier? This crow. Why is he following me? Bin ich jetzt eingeschlossen? What is this crow trying to tell me? Was will mir die Krähe sagen? Was versucht sie mir zu sagen? Ich weiß es auch nicht. This place is evil. Dieser Platz ist böse. Ist das? Did Arnie go through all of this? Was ist mit dem Schatten da los?
Mit diesem Cutter gehen wir durch die Steinwand. Das erscheint mir nicht richtig. Krähe, kommst du mit? Soll ich aufmachen? Das erscheint mir falsch. Saubere Arbeit. Richtig schön. Dass wir das in 10 Sekunden geschafft haben. Stony? Steinkopf? Wartest du gerade? Bist du schon im Auto? Kopf dahin. Boah, ich kann das nicht. Ich mache hier gerade ein Teufelsritual. Amazing job. You reached the final steps. Complete the ritual and be free forever. I just can't wait for this to end. Okay. I just need to finish the rituals and that's it. I'm done, right? That's right. This door stands between you and your dreams. Good luck. Ich frage mich, ob die männliche Stimme der Entwickler ist. Wobei ich gar nicht genau weiß, ob der Entwickler überhaupt ein Mann ist. Okay, was ist das denn? War das ein Hirsch? Beep, beep. Okay. Jetzt haben wir dieses Hightech-Ding. Board. Ich sehe einen roten Knopf. Vielleicht kann ich es an irgendeiner elektrischen Maschine benutzen. Das ist ein merkwürdiges Ding. Warum steht so ein Ding hier? Und Freddy Krüger, der unser Tor der Träume öffnet. Toni? Spielst du mir wieder einen Streich? Oh, die Nachbarn, ne? Die wieder Feuerwerk machen. Oh. Nein, ich hab's verpasst. Ich hab's verpasst. Ich hab weggeguckt. Ich bin so ein Dödel. Egal. Ich mach das jetzt, ja? Das ist das Geräusch. Was this actually worth it? War es das überhaupt wert? Hab ich den gerade gegessen? Skeleton. Das ist eher ein Skull statt ein Skeleton, aber gut, ist egal. Ich gehe raus und keiner sieht mich gehen. So, Freddy. Nicht den Kopf verlieren. Und das Tor der Träume öffnet sich. You did it. Keep moving until you see a bright light. Oh my God, I can't believe it. It's finally over. All my dreams, everything I ever wished for, will come true. Ah. Ich hab da so meine Zweifel. Aber ernsthaft, wo ist die Statue? Einfach so weg?
Taschenlampe. Bringt gar nichts. Da hinten. Das Tor der Träume. Da ist es. Also man hätte das Tor auch in den Felsen oder so machen können. Also in den Berg oder so. Aber gut. Ich beschwere mich nicht. Endlich geschafft. Go on. Don't stop. Keep going. This is it. I can see it, Arnie. I can see the bright light. Keep moving. You earned this, Layla. It's all you. Warte. Nein, ich will berühmt werden. Now I can finally say that I made it. Thank you, Arnie. I am truly thankful. Oh, shit. Where am I? What is this? What the hell is going on? Hello? Arnie? Are you there? Am I dreaming? People are cheering for me. Why can't they see me? Why am I invisible to all these people? Hello? Please, help! Anyone! Please help me! I don't want it! I don't want it, any of it anymore! Please, just get me out of here, please! I just want to be normal again! I feel it. I feel the black within. The only real prison is fear. And the only real freedom is freedom from fear. And it starts with change. Valet Dyer. Valet so. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ellie Murphy und Edson Camaro. Die beiden Stimmen. Sehr cooles Voice Acting. Dass du mein Debütspiel gespielt hast. Ja, da lohnt es sich halt absolut, Indie-Entwickler zu unterstützen. Dankt. Mutti und Vati. Die Piraten. Ja, der Mann hat Unterstützung. Ach, guck, Sterzig. Und Gnu ist auch dabei. Interessant. Und Keith Shaw sieht jetzt erst da oben. PB Horror Gaming. Interessant. Also ein paar aus der deutschen YouTuber-Szene sieht man hier auch. Grüße an der Stelle. Schönes Spiel mit einer sehr
deepen Message. Ich habe dem Entwickler geschrieben und habe gefragt, wie es sich jetzt anfühlt, das Projekt beendet zu haben. Und er meinte, es ist seltsam, aber er ist glücklich. Und habe aber Angst, dass die Menschen die Geschichte bzw. die Botschaft hinter dem Spiel nicht verstehen. Oder dass sie es halt generell nicht mögen und dass es sehr gemischte Gefühle sind. Aber ich denke, ich habe den tieferen Sinn verstanden. Wenn du den Wandel begräbst und dich nicht deinen Ängsten stellst, begräbst du auch dich selbst. Und deswegen stand der Sarg da mit der Überschrift Du, neben dem Sarg mit Tod der Veränderung. The Green Light, das nächste Spiel dann, was er rausbringen wird. Es wurde ja nur kurz erwähnt, aber ich denke, unsere Künstlerin war im Zugzwang, dachte, sie wäre jetzt über 30, da kann man nichts mehr anfangen. Und das ist der Fehler, dass man dann sich selbst aufgibt und alles, was man ändern könnte. Tja. Was ist da noch zu sagen? Wir oder sie hätte sich wahrscheinlich einfach in diese Karriere stürzen sollen. Sie hätte mit harter Arbeit versuchen sollen, sich ihren Ängsten zu stellen. Zu versuchen, über kleine Gigs vielleicht erstmal ihre Gesangskarriere anzukurbeln. Und mit dem Vertrag, mit dem Teufel ist es halt nie getan. Man wird nicht von heute auf morgen berühmt. Oder erfolgreich. Oder reich. Naja, zurück zum Spiel. Das war sehr, sehr schön. War eine schöne Erfahrung. Für einen Indie-Entwickler absolut lohnenswert. Ein paar kleine Fehlerchen waren hier und da. Die Lampe, die nicht richtig an der Wand war und so. Aber das ist halt Kleinkram. Ja, der Entwickler hat ein sehr gutes Gespür dafür, was richtiger Horror ist. Und die Jumpscares waren auch gut gesetzt. Nicht zu viel. Ganz gut passend. Ja. Das war's. Das war's mit The Black Within. Danke fürs Zuschauen. Danke für etwaige Likes. Derer wäre ich sehr dankbar, weil das auch meine Videos pusht. Wir sehen uns wieder in einem weiteren Horrorspiel oder einem anderen Spiel natürlich. Und bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.